Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass du in meinen Kanal hineinschaust, freut mich sehr. Heute habe ich Upcycling-Kronen für euch, für dich aus Zinkblech, Weißblech oder auch aus Kunststoff, Joghurtbecher, Sahnebecher, ein kleines Eimerchen, wo vielleicht der Joghurt drin war. Das funktioniert alles super toll. Die machen wir richtig chevy schick zum Pflanzen, wenn man Lust hat, für Deko, fürs ganze Jahr. Einfach gemacht, schnell gemacht und einem mit einem Trick auch ausgerechnet, ohne ausrechnen eher gesagt, wie wir die Spitzen ganz toll hinkriegen. Und wer Spaß dran hat, kann auch in einem weiteren in einem weiteren Video Engelsflügel machen oder es umwandeln zum Schmetterling. Alles an Upcycling und wirklich einfach. So, und dann legen wir einfach mal los. So, wir haben den Untergrund am besten in Backpapier. Da klebt nichts an. Eine Dose, eine große oder auch eine Getränkedose, ganz egal. Die Rostfarbe. Egal welche Marke ihr nehmt und meine Idee und damit es älter wird, Kaffeesatz. Am besten ein bisschen feucht, ein Pinsel. Das ist es schon. Und wir rechnen auch gar nicht einfach aus. Wir nehmen, ja, jetzt zu kurz, klebe ich was dran, weil von der Höhe ist zu hoch. Wir nehmen ein Stück Papier. Und das muss genauso groß sein wie eure Dose. Wie gesagt, bei mir ist es ein bisschen zu kurz. Ich klebe noch einen Streifen dran. Und dann ist es ganz einfach. Weil mit Rechnen hin und her, das ist immer kompliziert. Und dann anzeichnen. Wir machen uns eine ganz easy, schnelle Schablone. Ihr arbeitet vielleicht ein bisschen genauer als ich. Der Streifen ist ein bisschen zu kurz, aber egal. So, also wieder Kontrolle. Bisschen zu lang. Abschneiden. So, und dann Achtung. Wir knicken das Ganze einmal nach vorne. Offene Seite. Nochmal. Offene Seite, jetzt eine Zone und nochmal. So. Dann nehmen wir uns ein Lineal oder hier das Papier, es geht auch mal. Wir haben unten einen Rand bei der großen Dose von mindestens 4 cm und machen uns einen Strich an der oberen Kante nach vorne. Und das schneiden wir auf. Schön zu einer Spritze. So. Kann man noch ein bisschen nachschneiden. Das legen wir uns drum herum. Fixieren es ein bisschen mit dem Tesa. Mal zeichnen und uns das ab. Zeichnet uns ab. Ich muss noch ein bisschen nach unten rutschen. So, genau die Spitzen oben hin. Abzeichnen und dann schneiden wir es auf. So geht es am einfachsten. Bei der kleinen Dose genauso. Ich gehe bloß nicht so hoch. Ich will das ein bisschen schmäler haben. Nach vorne knicken, nochmal knicken. Habt ihr eine ganz große Dose, könnt ihr auch noch mal klicken. Was ist so eine riesengroße, wo vielleicht mal Sauerkraut drin war oder so. So. Und dann gerade wegschneiden. Aufmachen. Und
rumlegen, anzeichnen und ausschneiden. Am einfachsten geht es wirklich mit einer Blechschere. Die sieht zwar nicht so aus, ist aber eine. Und die liebe ich wirklich sehr. Aufpassen, es ist wirklich bei den Blechdosen total scharf. Man schneidet sich Gott weiß wie. Man muss dann auch noch mal mit dem Schleifpapier drüber hingehen, über die Ränder. Das ist wichtig, Etikett geht nicht runter, stört uns aber auch nicht beim Malen. Und echt aufpassen, 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 es ist scharf. Nicht mit den Fingern dran gehen, am besten wirklich mit der Schere hochdrücken. Man kann es auch mit einer wirklich guten Küchenschere mal versuchen, gerade bei den kleinen Getränkedosen geht das gut. So, und dann am besten immer von oben nach unten schneiden. Ich muss mir mal ein bisschen Platz hier machen, sonst komme ich da nicht in die Spitze rein. Und das ist wirklich scharf, ohne Ende. Eine Freundin von mir hat sich ein Kostüm gemacht und da brauchte sie aus Blechdosen Scherenhände. Vielleicht wisst ihr, welchen Film ich meine, mit Johnny Depp. Und die hat sich so dabei geschnitten, ab ins Krankenhaus genäht und 6 Wochen konnte die Hand nicht mehr verwenden. Also ich sag nochmal, das geht alles, aber vorsichtig sein und dann die Ränder schleifen. Und das hier ist nichts für Kinder. Mit Kunststoff ist es gar kein Problem. Man kann dazu auch Dosen nehmen vom Joghurt oder so und dann kann man genau dasselbe machen. Das muss nicht aus Blech sein. Weil ich habe ja schon die anderen Figuren gezeigt, Edelrostfiguren, auch aus absolutem Kunststoff. So, und jetzt alle ausschneiden. Bei der Getränkedose macht man sich entweder hier ein Loch oder man hat eine gute Schere und kann das überschneiden. Sozusagen oben die Öffnung. Dann gehen wir erst einmal rundherum. So, und da war auch noch was drin, das tropft noch. So, und dann schneiden wir. Und das geht ganz gut mit einer Küchenschere. Aber es wird auch scharf. Dann wirklich von oben nach unten schräg runter. Im Unterboden wäre jetzt gut. 2 Löcher hätten wir auch erst machen können. Jo. Weil wir wollen es ja irgendwie anbringen. Also 2 Löcher hinein. Wenn das ein bisschen verbogen ist, bitte nicht mit den Fingern, sondern eine Zange nehmen. Ihr schneidet euch und das will ja keiner. So, und jetzt werden die Ränder geschliffen. So, wie gesagt, Ränder schleifen. Richtig ordentlich, also ein bisschen mehr als ich jetzt da andeute. Empfehlenswert ist, das Ganze jetzt vielleicht auf dem Tablett zu tun. Das muss nämlich länger trocknen und dann kann man es wegräumen. So, ich habe jetzt Kaffeesatz. Der Pinsel ist ein bisschen feucht. Dann ziehe ich an die linke Hand. Ich bin Rechtshänder, noch einen Handschuh, weil die Hand hält das Ganze. Es geht zwar auch ganz gut runter, aber so geht es einfach schneller und ordentlicher. So, die Paste, das ist eher wie eine Paste, das ist nicht unbedingt eine Farbe. Der Kaffeesatz und ich zeige euch gleich, wieso. Also Pinsel ist feucht und dann wird das Ganze eingetupft. Habt ihr eine Werbung drauf, wie ich hier, muss das mindestens 2-mal passieren. Man kann es auch erstmal einstreichen, aber tupfen hält die Farbe einfach besser. Innen und außen. Sonst sieht es ja nichts aus.
Und wie gesagt, bei Werbung muss es zweimal gemacht werden, dazwischen mindestens eine Stunde trocknen. Und wenn man den Pinsel dann gleich auswaschen will, tut man den in eine kleine Tüte, macht die gut zu und dann trocknet der nicht ein, wird nicht fest und kann man dann wieder verwenden. Auch innen kommt man ganz gut hin mit dem langen Pinsel. So, die Farbe hält gut, auch auf zum Beispiel, wenn du jetzt da kein Metall oder Weißblech Alu genommen hast, auf Kunststoff. Dann nimm einfach einen Joghurtbecher. Sieht genauso toll aus. Einen großen Joghurtbecher oder einen kleinen Joghurtbecher oder einen Sahnebecher oder einen Creme Fraiche-Blech. Hingestellt. Dann kann man noch mal die Ecken so ein bisschen machen, wo ich jetzt die Finger hatte. Gott. Große Dose. Vorsichtig schneiden. So, da reicht nun mal eine Lage. Kommt so auch sogar ganz schnell rost ein bisschen durch. Die hatte ich jetzt eine Weile draußen stehen. Und was meine ich mit dem Kaffeesatz? Eigentlich müsste ich sie erst komplett einstreichen, sonst habe ich zu viel dann am Pinsel. Also, außen und innen jetzt bitte einmalen. So, und jetzt kommt meine Idee, weil das sieht ja noch ziemlich neu aus. Und wenn wir jetzt da einfach Kaffeesatz da noch drüber hin machen, reintupfen, sieht das gleich viel antiker und viel älter aus. Und das hält wirklich bombig. Das habe ich bei meinen Figuren das ganze Jahr draußen und es hält. Und außerdem, wenn es nicht mehr so schön sein sollte, dann kann man ja das Gleiche wiederholen, immer wieder. Desto schöner wird es. So, und das machen wir jetzt überall so ein bisschen. Und das ist einfach stinknormaler, feuchter Kaffeesatz. Geht auch mit nassem, aber mit trockenen, aber nass ist besser. Wie er gerade so aus der Maschine kommt. So, und dann sieht das viel älter aus. Und das trocknet jetzt. Und kriegt dann auch gleich so eine Struktur. So, trocknen lassen. Über Nacht, wenn man es nicht das zweite Mal machen will, damit das wirklich richtig trocken ist, bevor es dann rauskommt oder weiterverwandt wird. Und dann hoffe ich sehr, mein Video hat gefallen. Du konntest es gut umarbeiten, nacharbeiten, gestalten, wie du das möchtest. Mich würde es interessieren, was du daraus gemacht hast. Vielleicht schickst du mir mal auf Facebook ein Foto oder auf Insta. Das wäre ganz, ganz toll. Und wenn du noch mehr Ideen suchst, nicht nur schick Edelrostfiguren, sondern auch meine Blumenwerkstatt zum Beispiel, Häkeln, Stricken, Basteln, Upcycling, Lebensmittel retten, vor allen Dingen Basteln führen mit Kindern, meine Erzählfiguren, Krippenfiguren, Weihnachtswerkstatt und. Das findest du alles in meinem Kanal, am besten in der Playlist geguckt und dann finden wir das einfach. So, und dann wünsche ich eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut ergehen. Bleibt gesund, werdet gesund. Alles Liebe, Kerstin.